Hallo liebe Fans und willkommen bei meinem nächsten Zombies Video. Dieses Mal spielen wir auf Shinonuma, bloß halt auf der Black Ops 1 Version, also die man kriegt, wenn man das Resurrection Map Pack DLC runterlädt. Das Shinonuma, das habe ich halt nicht mehr für World at War, sondern jetzt halt für Black Ops 1. Leider wird das heute ein sehr kurzes Gameplay, denn Shinonuma ist einfach eine scheiß Map. Ja, das ist halt einfach. Ich hasse diese Map, ich verabscheue sie von ganzem Herzen. Hatte auch überhaupt keine Lust und überhaupt gar keine Zeit dazu, wirklich viel Zeit mit dieser Map zu verbringen und wirklich das versuchen, wirklich weit zu schaffen. Deswegen wird das heute auch ein sehr kurzes Video. Naja, es muss halt irgendwie auch gehen. Das ist jetzt auch das letzte Video, das hochgeladen wird, bevor ich in den Urlaub gehe. Das heißt jetzt halt natürlich nicht, dass die Videos aufhören. Ich versuche jetzt trotzdem noch irgendwie, jetzt noch in den nächsten paar Tagen, bevor ich in den Urlaub fahre, genug Videos aufzunehmen, dass in den nächsten 2 Wochen, in denen ich im Urlaub bin, immer noch zweimal die Woche ein Video hochgeladen wird. Zu sehen werdet ihr da wahrscheinlich einfach noch dann die nächsten beiden Zombies-Maps. Und einmal Unreal Tournament und einmal Black Ops 2. Wie ihr auch schon gesehen habt, ist das hier trotzdem, obwohl ich letzte Woche gesagt habe, dass ich wieder in Originalgeschwindigkeit mache, in doppelter Geschwindigkeit, tut mir leid, ist das hier noch in Originalgeschwindigkeit. Es liegt einfach daran, weil das Spiel hier war wirklich so kurz, dass es auch keinen Sinn gemacht hat, in doppelter Geschwindigkeit abzuspielen, weil ich einfach so weit komme, dass ich das in Originalgeschwindigkeit in einem Mal hochladen kann. Und weil ich doch noch ein bisschen Feedback gekriegt habe von ein paar Leuten, dass es in Originalgeschwindigkeit wirklich besser ist. Naja, mal schauen, wie sich das dann halt entwickelt. Wirklich, gebt mir ein Feedback. Ich meine, ich höre auf euch. Ich will jetzt nicht irgendwie irgendeinen Scheiß posten, das ihr überhaupt nicht sehen wollt, also schreibt mir. Ihr könnt mir auch ruhig ein paar Themen schicken, also Themengebiete, irgendwas, alles rund um Zocken oder Technik, vielleicht nicht so arg, aber hauptsächlich Zocken, worüber ihr wollt, dass ich rede, könnt ihr ruhig in die Comments posten, und dann werde ich in meinem nächsten Video hoffentlich, wenn nicht, dann halt 1 oder 2 später, darüber reden. Ich werde dann auch versuchen, möglichst viel darüber, über dieses Themengebiet herauszufinden, also zu googeln und ja, ein paar Wikipedia-Artikel lesen oder so, und dann werde ich meine Meinung dazu äußern. Ja, wie ihr seht, wieder erste Runde schießen und knifen und dann wieder mal mit der Bolt Action, diesmal ist es die Arisaka, schön die Headshots einrollen. Ich bin wirklich ein Riesenfan von Headshots, obwohl es an diesem Punkt noch wirklich mehr Punkte geben würde, wenn ich versuchen würde zu knifen mit dem Gewehr 43 oder so, einen Schuss und dann knifen, das würde mehr, zwar mehr Punkte geben. Hätte ich wahrscheinlich auch machen sollen, hätte mir ein bisschen besseres, keine Ahnung, so ein bisschen insgesamt höheren Punktestand durch das ganze Spiel hindurch gegeben. Hätte, naja, ich weiß nicht, wie viel das gebracht hätte, hätte aber vielleicht schon was bringen können. Ich meine, immerhin ist diese Map scheiße. Also, ich glaube trotzdem, dass ich ziemlich früh gestorben wäre. Also hier versuche ich jetzt auch nochmal in der 4. Runde die zu headshotten, das geht aber mit der Arisaka nicht mehr, die ist dann nicht mehr One-Hit-Headshot. Aber, ja, also deswegen
versuche ich jetzt einmal mal mit der Thompson ein paar Kills zu machen und tausche, glaube ich, auch gleich die Arisaka ein. Ich weiß nicht, was ich da kriegen werde. Voraussichtlich die Wunderwaffe DG2, die kriege ich nämlich irgendwie auf dieser Map fast jedes Mal. Also das ist eine der häufigsten Waffen, die ich auf dieser Map aus der Box kriege. Dann direkt dahinter kommt die Heckler und Koch und dann die Famas, würde ich mal sagen. Immer noch nehme ich die Nukes nicht. Die Sniper kommt auch irgendwie oft. Ja, die Nukes nehme ich nicht, weil, ja, die geben einfach weniger Punkte, als wenn ich die Zombies so killen würde. Und das macht einfach keinen Sinn. Obwohl ich trotzdem die Headshots mache, obwohl die auch eigentlich weniger Punkte geben würden. Egal. Dann will ich euch mal so ein bisschen zu der Map sagen. Oh, die Raygun, die ist auch nicht schlecht. Also, diese Map ist, das dritte... Die Zombies-Map aus dem dritten Map-Pack-DLC von World at War. Und man startet im Prinzip in diesem einem Gebäude, wo ich auch gerade noch drin bin. Und dann kann man in alle Richtungen loslaufen. Also wirklich, es gibt vier Türen in diesem Raum, in dem ich gerade bin, also in dem unteren Raum. Und in jeder Richtung ist ein Gebäude, in dem ein random Perk gespawnt wird. Das heißt, am Anfang muss man mal rumlaufen und erstmal Juggernaut finden. Da kann man wirklich Glück haben und das passiert auf dem ersten und zweiten Mal. Oder man kann Pech haben und das passiert wirklich beim letzten Mal. Ja, das ist dann wirklich ziemlich scheiße. Und ich glaube, so weiter schaffe ich es nie. Also wenn ich es nicht beim ersten oder zweiten Mal kriege, dann kriege ich es überhaupt nicht. Weil ich da nicht mehr so weit komme, weil es ist einfach wirklich, ihr seht ja jetzt schon, hier sind so krank viele Fenster. Die kommen wirklich von überall. Ich stelle mich auch oft in die Ecke, also da wo ich auch gerade stehe, besonders im Multiplayer. Weil das ist wirklich einer der wenigen Punkte auf dieser Map, wo keine Zombies von hinten kommen können. Das gibt's auf dieser Map leider viel zu wenig, wo man sich wirklich hinstellen kann und sich nicht allzu viele Sorgen machen muss über die Zombies von hinten. Hier ist es wirklich so, wie auf 5. Man muss sich wirklich alle 2 Sekunden oder so umdrehen und aufpassen, dass niemand von hinten kommt. Und am besten einfach die ganze Zeit in Bewegung bleiben, weil wenn man stehen bleibt, ist man tot. Es sei denn, man stellt sich in die Ecke, an der ich gerade stand, aber das ist trotzdem nicht so schlau, weil wenn die kommen trotzdem von diesem 45 Grad Winkel oder 90 Grad Winkel. Das ist eine ziemlich breite Area, von wo die kommen können. Und deswegen, ich meine, in Co-op geht's, aber alleine ist es auch nicht ganz so perfekt. Und jetzt kommen auch schon die ersten Hunde, versuche ich mit der Raygun zu erledigen. Raygun ist nicht ganz perfekt, um die Hunde zu killen, weil die Kugeln, also die Strahlen, einfach zu lange brauchen, bis sie da sind. Deswegen schießt man viel zu oft daneben, so wie hier. Man trifft die halt meistens nicht ganz so schnell wie normale Zombies, weil die sich einfach zu schnell bewegen, dass man da gescheit treffen kann. Aber ich meine, das waren die ersten Hunde, da kriege ich es noch einigermaßen hin. Ja, jetzt, wie ihr seht, ich mache jetzt die Tür zum Comroom auf. Also das ist eine der vier Zimmer, die es an den Ecken der Map gibt. Und dann spawnt halt irgend so ein random Perk. Leider dieses Mal Double Tap, kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Gehe ich sofort wieder weg. Ich habe danach noch ein paar Mal gespielt, versucht ein besseres Ergebnis hinzukriegen, hat aber nicht funktioniert. Ich habe rausgefunden, dass man, wenn man durch den Swarm brennt, wenn man dann springt, dann ist man viel schneller, als wenn man normal durch den Swarm, also normal läuft. Also das Springen, das holt ziemlich viel und ist ziemlich viel raus. Ich dachte, ich weiß gar nicht, ob ich das schon kann. Hier versuche ich auch schon so ein bisschen Rape Train zu machen. Es klappt so einigermaßen. Ich meine, diese Map ist allgemein nicht so extrem geeignet für Rape Train. Für den Rape Train braucht man eigentlich eine offene Fläche, auf der man nicht verlangsamen wird. Nicht so wie hier. Ich meine, wenn man in dem Swamp nicht verlangsamt werden würde,
dann wäre das hier eine extrem geile Map für Rape Train und so. Ich würde immer noch total reinscheißen, dass die Perks random spawnen, aber das würde man, glaube ich, hinkriegen einigermaßen. Wenn man einfach so normal durch den Swamp rennen könnte und nicht immer springen müsste oder verlangsamt wird, weil das hat mir wirklich sehr oft schon das Leben gekostet, dass ich da wirklich reinspringe, dann kommen da zwei Zombies von innen, da kann ich den nicht gescheit ausweichen, weil das zu lange braucht. Dann hitten die mich einmal, dann kommen die von hinten ran, weil ich den irgendwie um die rum musste, um die Zombies, die von vorne kommen, und dann hitten die mich nochmal und dann bin ich tot. Na, hier wurde ein Double Points verschwendet, weil ich jetzt versuche zum nächsten Room zu kommen, um Juggernaut zu finden. Ja. Also Traps gibt's auf dieser, also in jedem Zimmer gibt's eine Trap. Also hier gibt's immer die Electrical Trap. Es gibt auch noch den Flogger in der Mitte. Na, Quick Revive kann ich auch noch nicht mit anfangen. Quick Revive könnte ich mir holen. Es macht aber keinen Sinn, es vor Juggernaut zu holen, weil wenn du es nicht bis Juggernaut schaffst und dann halt down gehst und nochmal revive wirst oder so, es bringt trotzdem nichts. Da bist du auch so trotzdem sofort tot. Hast im Prinzip nur einen Quick Revive verschwendet. Ich meine, wenn du es nicht bis zu Juggernaut schaffen würdest, dann macht es auch keinen Sinn, Quick Revive zu holen. Davor. Was kriege ich? Oh, Juggernaut. Endlich. Jetzt habe ich leider noch nicht genug Punkte, um das zu holen. Und muss noch ein bisschen sammeln gehen. Ja. Das war auch der letzte für diese Runde. Jetzt sind wir immerhin schon bei Runde, was ist das? 7? 8, nein, 8, 8 ist es jetzt. Sorry, ja. Ich hab gedacht, es hat schon gewechselt. Nein, wir sind bei Runde 8, das ist weiter als ich normal komme. Normal komme ich bis Runde 5, weil das ist wirklich krank, wo überall Zombies herkommen. Jetzt aktiviere ich auch die Seilrutsche, also, wenn ihr vielleicht Mob of the Dead kennt, da gibt's ja auch diese Gondel. Die gibt es im Prinzip hier auch. Die ist ziemlich lustig. Besonders, weil die so geil gemacht ist. Weil das ist ja eigentlich nicht was die in dem Engine zu gut machen konnten, glaube ich. Deswegen, wenn man da reinläuft und es aktiviert, kann man sich auch nicht mehr bewegen. Und, also laufen. Ich glaube, drehen kann man sich noch. Aber laufen kann man auf jeden Fall nicht mehr. Und das ist ziemlich lustig, weil das ist einfach extrem fortschrittlich, finde ich. Für diese Map, also weil das ist ja schon die dritte Map und ich meine, es ist schon ein riesen Fortschritt, da so ein Transportationsmittel einzubauen. Und dann gehe ich schon down, das ist wirklich, also, hammerhart diese Map, auch wieder, weil ich im Swamp so scheiße langsam war. Aber nun gut, drückt schön Like, drückt Subscribe, ich will immer meine Community bilden und, bis nächstes Mal. Ciao.